So, ich begrüße euch auch zu dem Video. Nachdem ich euch den Glattlauf-Revolver vorgestellt habe, habe ich eine weitere waffentechnische Kuriosität für euch. Man könnte meinen, dass das eine Kleinkaliber-Sportpistole ist, dem ist aber nicht so. Das ist eine Narkosepistole, die diese Spritzen hier verschießt. Und das Ganze auf eine Art und Weise, wie es heute sehr unüblich ist. Auf dem Griff ist die Bezeichnung und die Waffennummer. Distinject Modell 30. Hier steht jetzt Made in Switzerland, das ist aber nicht ganz korrekt. Diese Pistole ist nämlich in Tschechien hergestellt und hier seht ihr Made for Distinject. Tschechisches Beschusszeichen 1977. Die ist also schon eine Weile alt. Die basiert auf dem Modell einer Kleinkaliber Sportpistole, auch mit Kipplauf. Und den Lauf kann man abnehmen. Das ist ein Glattlauf. Ist ein bisschen narbig, ein bisschen dreckig. Die Spritzen werden von hinten reingeladen und zusätzlich muss hinten eine Kartusche reingeladen werden. Etwas kurios ist auch, dass der Rest vom Lauf am Griffstück Züge hat. Die sind aber ohne Funktion. Hinten kommt die Kartusche rein, vorne in den Lauf die Spritze, die wird zugeklappt. Hier wird sie gespannt und kann man abschlagen. Ein Sicherheitsrast hat die auch. Besonders ist daran nicht nur, dass sie mit Heißgas die Spritze wegschießt, sondern in den Spritzen drin ist so ein Kolben und zusätzlich ein Aufschlagzünder. So kann man es einigermaßen sehen. Das sind die Aufschlagzünder, die in den Spritzen drin sind. Die werden hier eingesetzt, kommen da rein und vorne kommt das Narkosemittel rein. Die drei Patronen, die sind äußerlich wie 22 langen Knallkartuschen. Sind aber technische Kartuschen mit einer sehr spezifischen Ladung, dass die Pistole auch genau die Reichweite und den Druck erzeugt, den man haben will. Heutzutage wird sowas fast gar nicht mehr verwendet, weil das die Tiere etwas verletzt beim Aufschlag, wenn das Narkosemittel so schnell appliziert wird. Hier kann man sehen, Kanüle ist angeschärft und das Narkosemittel tritt vorne aus. Sowas wird nur noch für Großwild in Afrika benutzt. Und die heutigen Spritzen, das ist eine moderne Spritze, wie sie von vielen Firmen hergestellt wird. Da kommt hier das Narkosemittel rein, hinten wird Druckluft reingepumpt und die Öffnung ist an der Seite. Das wird mit dem Gummistopfen wird es verschlossen und wenn es auf den Tierkörper auftrifft, wird der Gummipropfen nach hinten geschoben und das Narkosemittel tritt seitlich aus. Das ist das, was in der ganzen Welt jetzt heutzutage verwendet wird. Diese Distinject-Pistole, die kann auch andere Spritzen verwenden. Das ist eine alte Schachtel davon. Das sind auch Spritzen mit Aufschlagzünder. Die haben hier einen Sicherungsring. Wenn man den Sicherungsring rauszieht, wird der Aufschlagzünder aktiviert. Hier ist ein kleiner Schutz vorne. Und gefüllt werden die mit einer handelsüblichen Spritze von vorne. Da wird das Narkosemittel in die Spritze reingemacht. So. Die Pistole, die war eingesetzt auf einem Gasthof, der hatte ein kleines Dammwildgehege und damit hat er seine Hirsche betäubt. Ich habe die schon geschossen mit scharfen 22 Langpatronen.
Dazu muss man, das funktioniert tatsächlich, damit trifft man 25 Meter die Scheibe, muss nur wissen, dass es viel zu hoch schießt. Also die Visierung, die ist so ausgelegt, dass die Kugeln etwa 2 Meter über der Scheibe einschlagen. Das kommt halt daher, dass die für diese schweren Spritzen ausgelegt ist, die dann sehr steilen Flug haben. Ja, ich hoffe, der kleine Ausflug in die waffentechnischen Kuriositäten gefällt euch. Ist noch ein bisschen Zubehör. Das ist einfach nur Schmiermittel für diesen Gummipfropfen, dass der sich gescheit bewegen kann in der Spritze. Und das ist der Putzstock, der dabei war. Soweit ich weiß, ist der auch mitgeliefert worden damals. Diese Waffen, die bekommt man sehr günstig, weil die fast niemand erwerben darf. Und auch gerade so eine Heißgaspistole zur Narkose, benutzt auch praktisch niemand mehr. Zeige euch hier noch den Katalog. Habe ich zwei mitgeliefert bekommen. Also die waren dabei. Es sind noch andere Waffen. Distinjektpistole 30. Das ist ein bisschen anderes Modell. Bei diesen Gewehren, die verwenden so ein Reduzierstück, was in den Lauf eingesetzt wird, wo hinten dann die Kartuschen reinkommen. Die werden ab und zu mal verkauft ohne diese Reduzierstücke, damit sind die nutzlos. Hier ist die Spritze im Detail. Da sieht man das nochmal. Der Zylinder, die Kanüle, der Kolben, der Aufschlagzünder und die Federn. Ein sehr komplexer Aufbau. Die Firmen hingen irgendwie zusammen hier, Distinject und Peter Ott. Und man bekommt auch viele alte Narkosewaffen, auf denen Ott, Peter Ott steht. Das ist die detaillierte Anleitung, wie die Waffen funktionieren. Und ah, das wollte ich zeigen. Hier ist das Reduzierstück. Da sieht man auch, das sind die Randzünder, diese Dreibladungskartuschen, wie normale Kleinkaliberpatronen. Und deswegen muss auch dieses Reduzierstück, was in die Betäubungsgewehre reinkommt, die das Kartuschenlager versetzt haben, dass der Schlagbolzen am Rand auftrifft. Wie die Spritzen vorbereitet werden, ist hier nochmal erklärt, detailliert. Hier sind die Aufschlagzünderspritzen erklärt. Also die fertig vorbereiteten. Und noch ein bisschen was über die Medikamente selber. Jeder, der sich damit beschäftigt hat, schon mal, der weiß, dass es diese Hellabrunner Mischung gibt, die berühmt-berüchtigte. Und da sind so ein paar Dosierungen sind da auch noch drin in der Anleitung. Hier ist das Ganze, sind die unterschiedlichen Tierarten aufgeführt. Für die Hellabrunner Mischung und was für eine Dosis die jeweiligen Tiere brauchen zur Betäubung. Ja, ich habe noch weitere Narkosewaffen aus Erbschaften bekommen. Vielleicht zeige ich die bei Gelegenheit euch auch nochmal auf dem YouTube-Kanal. Ich hoffe, der Ton ist diesmal nicht wieder zu leise. Da schaue ich, dass ich das bald verbessere. Ja, ich danke euch fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.